Hey und herzlich zurück auf unserem YouTube-Channel. Heute geht es mal um ein kurzes Erklärthema zum NEOS und zwar, wie setze ich die verschiedenen Trägerfrequenzen ein und wie wirken diese Trägerfrequenzen. Also bleibt dran, bis gleich. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Wir werden uns heute mit den 5 verschiedenen Trägerfrequenzen beschäftigen, die wir beim NEOS integriert haben. Und ich möchte gerne zu Beginn ganz kurz so einen Hinweis geben, was denn diese Trägerfrequenzen überhaupt bewirken und warum wir die installiert haben beim NEOS in der Entwicklung. Denn tatsächlich gibt es ja 3 verschiedene Säulen beim NEOS. Ja. Die erste Säule ist, dass wir grundsätzlich einfach mal über die Ultraschallträgerfrequenz Audiofrequenzen aufmodulieren und auf den Körper, sprich auf die Haut, übertragen. Die zweite Säule ist, dass wir überall rosa Rauschen integriert haben, auf jeder Trägerfrequenz. Und die dritte Säule ist, dass du auf jeder Trägerfrequenz deinen individuellen Lerninhalt, also deine Audiodateien, übertragen kannst auf die Haut. Also die Frage ist, warum verschiedene Trägerfrequenzen? Die Historie ist ganz einfach. Als ich damals den NEOS entwickelt habe, habe ich mit einer speziellen Trägerfrequenz angefangen, die einfach naheliegend war. Das waren 40.000 Hertz. Warum? Weil ich diese Frequenz relativ leicht herstellen konnte und weil mir einfach klar war, wir sind damit im Ultraschallbereich, also außerhalb dem Bereich, den wir mit den Ohren hören. Und damit habe ich angefangen, die Prototypenentwicklung zu machen. Dann bin ich so nach dem ersten Jahr, als wir mit NEOS dann auch am Markt waren, 2000, immer mehr auf Therapeuten getroffen. Und dabei war auch ein Therapeut, der mich in den Bereich der Bioresonanz sozusagen gedanklich mitgenommen hat. Und plötzlich ist mir klar geworden, hey, man könnte mit gezielten Frequenzen Organe gezielt ansprechen. Und daraus sind dann eigentlich diese verschiedenen Trägerfrequenzen entstanden. Ich habe dann zuallererst mit meiner Startfrequenz gewechselt auf 43.000 Hertz. Warum? Weil 43.000 Hertz eine Resonanzfrequenz zum Organ Herz sind. Dann sind wir relativ schnell drauf gekommen, hey, mit 96.000 Hertz kann man das Gehirn resonieren. Dann kam der Darm mit 62.000 Hertz und dann haben wir angefangen zu spielen und daraus sind die beiden verschiedenen Wobbelfrequenzen entstanden. Wir haben jetzt hier mal den NEOS eingeblendet, dann siehst du immer das Symbol, wir machen einen kleinen Kreis drum und ich gehe mal durch diese 5 Frequenzen, damit du dann sofort nachvollziehen kannst für dich, hey, was bringt mir es, eine der Frequenzen auszuwählen. Also nochmal gleich zu Beginn, wenn du irgendetwas lernen möchtest, wenn du also einfach Inhalt aufnehmen möchtest auf der unbewussten Ebene mit dem NEOS, dann ist es grundsätzlich erstmal völlig egal, welche Trägerfrequenz du dafür wählst. Spannend wird es einfach dann, wenn du diese Trägerfrequenzen einsetzt, um gezielt Körperzustände herzustellen. Ja, fangen wir mal mit der Herzfrequenz an. Das, von der Erklärung her, das ist dieses Symbol mit dem Herzen, logischerweise. Und zur Erklärung, es gibt immer nur ein dominantes Organ im Körper. Also alle Organe haben ihre Frequenz, aber eines ist im Körper immer dominant. Nehmen wir mal an, dein Organ Herz ist dominant, dann bist du in einem konzentrierten Zustand, aber körperlich sehr entspannt. Also das heißt, dein Muskeltonus ist weicher und ich vergleiche das immer ganz gerne mit, du liegst am Strand, du hörst so das Plätschern der Wellen und liest ein interessantes Buch. Dann bist du körperlich auf deinem Liegestuhl, also du bist ziemlich relaxed, aber geistig bist du hoch aufmerksam bei der Lektüre, die du liest. Der Hintergrund ist relativ simpel. Wenn wir körperlich entspannt sind und unseren Geist öffnen, ja, dann haben wir eine hohe Aufnahmefähigkeit. Das würde sich dann in den Gehirnfrequenzen im Bereich Alpha, Theta bewegen. Also wir sind körperlich sehr ruhig, aber wir können die Informationen, die wir innerlich verarbeiten, sehr schnell, sehr aktiv verarbeiten. Das ist zum Beispiel auch der Bereich, in dem Kinder so 70-80% des Tages unterwegs sind. Die sind im Alpha-Theta-Bereich unterwegs. Ja? Wenn ich jetzt dagegen die Gehirnfrequenz anschaue, wenn das Organ Gehirn dominant ist, dann fangen wir eigentlich sehr, sehr stark an, nicht innere Bilder, sondern äußere Reize zu verarbeiten. Ja, ich gebe mal ein Beispiel, wenn du Auto fährst, ja, dann bist du mit deinem Fokus,
mit deiner Aufmerksamkeit, mit deiner Wahrnehmung draußen. Also du nimmst die anderen Autos wahr, die Verkehrsschilder, Fußgänger, wo du eben hinsteuerst und so weiter. Das heißt, dein Muskeltonus wird stärker, also du bist körperlich angespannter und sehr nach außen fokussiert. Also für alle Tätigkeiten, wo du irgendwie Informationen von außen verarbeiten musst, ist die Gehirnfrequenz optimal. Ich gebe mal das Beispiel Autofahren, da würde ich das zum Beispiel empfehlen. Oder wenn du irgendwas tun musst, was dir jetzt nicht so liegt, wo du jetzt nicht eine innerliche Verarbeitung hast, sondern eine Außenverarbeitung. Nehmen wir mal an, du machst eine Steuererklärung. Da wäre zum Beispiel Gehirnaktivität sehr interessant. Bücher schreiben, Gehirnaktivität, Bücher lesen, Wissen aufnehmen, innere Bilder bauen, dann die Gehirnaktivität, die Herzfrequenz, um die körperliche, die innerliche Verarbeitung zu stärken. Wenn du jetzt dagegen sagst, okay, ist beides im Moment nicht so das Thema, ich bin jetzt an meinem Schreibtisch, aber ich möchte was für meine Gesundheit tun, dann wäre die Darmfrequenz wiederum ideal. Das heißt also, du bist in einer körperlichen Entspannung, Muskeltonus geht auch runter und du stärkst deinen Darm. Und die Chinesen als auch die Inder sind ja ganz alte Gesundheitslehren im Gegensatz zu dem, was wir in dem europäischen Raum haben. Ja, die sind tausende von Jahre alt. Und die Inder und die Chinesen zum Beispiel sagen, die Gesundheit als auch die Krankheit beginnen im Darm. Deswegen ist so die Darmfrequenz eigentlich optimal, wenn du dich von innen heraus stärken möchtest, wenn du deine Abwehrkräfte stärken möchtest, wenn du einfach was für deine Gesundheit tun möchtest, dann Darmfrequenz. Und nochmal zum Verständnis, du kannst zwischen den Frequenzen jederzeit wechseln. Du tust einfach immer nur eine Frequenz in den Vordergrund schieben. Das ist tatsächlich eigentlich alles bei den Trägerfrequenzen. Also ich wiederhole nochmal, Herzfrequenz, wenn du körperlich entspannt bist, wenn du innere Bilder verarbeitest, wenn du eine Innenansicht machst, wenn du irgendwas arbeitest, was kreativ ist. Also all diese Bereiche, Herzfrequenz. Und kleiner Tipp am Rande, jeder, der überarbeitet ist, der so, ich sage jetzt mal, so eine Tendenz hat zum Ausbrennen, ja, immer Herzfrequenz, weil du dann immer wieder in die Innenansicht kommst. Hirnfrequenz, immer wenn du in die Außenreflexion gehst, wenn du Reize von außen verarbeitest, wenn du in Meetings sitzt, wenn du in der Uni in einer Vorlesung sitzt, ja, wenn du wirklich was von außen aufnehmen möchtest, verarbeiten möchtest, Entschuldigung, dann wäre die Gehirnfrequenz optimal. Und immer wenn es um das Thema Gesundheit geht, also um die Stärkung deiner körperlichen Ressourcen, deiner körperlichen Kräfte, dann die Darmfrequenz. Und dann kommen wir zu den zwei Wobbelfrequenzen. Auch sehr, sehr spannend. Angefangen haben wir der Entwicklung mit der Ganzkörper-Wobbelfrequenz. Übrigens, Wobbeln ist ein technischer Begriff für eine Dynamik in der Frequenz. Also es klingt ganz witzig, aber es ist wirklich ein technischer Begriff. Und wenn du jetzt hergehst und die Wobbelfrequenz verwendest, dann bewegst du dich in der Minute von 30.000 Hertz auf 144.000 und wieder eine Minute runter, eine Minute rauf, eine Minute runter, eine Minute rauf und so weiter. Was passiert bei dieser Frequenz? Du zwingst quasi deinen Körper in eine Dynamik zwischen Anspannung und Entspannung. Ein gesunder Mensch kann das, ja, ein kleines Kind kann das. Das kann auf Knopfdruck anspannen und auf Knopfdruck entspannen. Wenn wir uns versteift haben, in Anführungsstrichen, weil wir extrem viel arbeiten oder weil wir eben das Gegenteil haben, nehmen wir mal einen depressiven Menschen, der immer in der tiefen Entspannung hängt, dann ist diese Wobbelfrequenz so ein Dauerreiz. Das heißt, dein System wird durchmassiert. Anspannung, Entspannung, Anspannung, Entspannung. Wie die menschliche Zelle, ja, die pulsiert ja auch ständig. Und diese Frequenz empfehle ich grundsätzlich jedem eigentlich für 15 bis 20 Minuten pro Tag. Zum Beispiel nach dem Aufstehen. Wobbelfrequenz, dein System wird aktiviert, du kommst in eine Dynamik, in einen Schwung. Ja? Und dann haben wir noch die zwei, genau, und das würde ich nicht unbedingt raten den ganzen Tag. Also wenn du ein sehr ausgeglichener Mensch bist, wenn es dir körperlich gut geht, kannst du das auch einen ganzen Tag benutzen, mache ich teilweise auch. Aber bitte achte auf dein Körpergefühl. Also wenn du merkst, es ist too much, ja, es geht dir einfach zu weit, du wirst nervös dadurch, dann mach das diese 15 bis 20 Minuten und sehe es als Trainingsphase. Und dann haben wir die zweite Wobbelfrequenz. Auch sehr, sehr spannend, die bewegt sich zwischen Herz, Darm und Gehirn.
Und wir wissen heute in der Neurobiologie, dass zum Beispiel das Herz und auch der Darm Gehirnnerven haben, Gehirnzellen haben. Das heißt, wir sind in den Nervenbahnen verbunden. Das Gehirn, das Herz und der Darm sind über Nervenstränge direkt verbunden. Und wir sprechen auch heute, wenn du dich dafür interessierst, Doc Childre ist der Vorreiter in dem Bereich, ein amerikanischer Neurobiologe, der hat genau dieses Thema eben in die breitere Öffentlichkeit gebracht. Ja, der nennt es die Darmintelligenz, die Herzintelligenz und die Gehirnintelligenz. Und du kennst es, ja, wir haben Intelligenzen, die eben nicht nur denken, sondern eben auch fühlen. Und nehmen wir mal zum Beispiel das Beispiel Sprache lernen, dann könntest du mit dieser Frequenz Herz, Darm, Gehirn die Sprache in diesen drei Intelligenzzentren verankern. Also immer dann, wenn du Wissen ganzheitlich in dir verankern möchtest, also nicht nur mental, sondern eben auch gefühls- und körperlich, dann ist diese Frequenz zwischen Herz, Darm und Gehirn ziemlich interessant. Taste dich einfach mal ran, wie es dir geht. Zum Beispiel beim Sprachenlernen ist es optimal in der Verwendung. Aber auch hier eben schau, ob es dich nervös macht, ob es dich unruhig macht. Wenn nicht, kannst du das problemlos auch den ganzen Tag verwenden. Ja, also, ich wiederhole nochmal, Herzfrequenz, innere Bilder reflektieren, Gehirnfrequenz, äußere Informationen reflektieren und aufnehmen, Darm, immer das Thema Gesundheit, Ganzkörper, Body, Wobbelfrequenz, ja, einmal am Tag 15 bis 20 Minuten, um deinen Körper darauf zu trainieren, dass du auf Knopfdruck anspannen und entspannen kannst. Und dann für das Vertiefen von Lerninhalten Herz, Darm und Gehirn in der Wobbelfrequenz. In dem Sinne, ich wünsche dir viel, viel Freude bei der Anwendung deines Neos. Du hast jetzt hier die Icons ja gesehen, die du anklicken kannst dafür. Und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Ja? Es geht hier immer um solche Themen. Es geht immer um dein Gehirn. Wir reden immer über neurowissenschaftliche Themen, immer in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung oder Lernen. In dem Sinne, viel Spaß mit deinem Neos und bis zum nächsten Video. Dein Josua.